Die nun folgende Fokussendung wird präsentiert von der Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle. Herzlich willkommen heiße ich Sie zu einer neuen Ausgabe der Fokussendung. Wussten Sie, dass mittlerweile 25% der Kinder in unserer Gesellschaft Sprachprobleme haben? Der Anteil ist in den letzten 25 Jahren von 4 auf die erwähnten 25% angestiegen. Die Problematik erlaubt die Formulierung, der Anteil ist explodiert. Die Ergebnisse der PISA-Studie wie jenes über das fehlende, sinnerfassende Lesen wundern die Sprachheillehrer nicht. In vielen Familien werden den Kindern keine Geschichten mehr erzählt. Es werde nicht mehr vor und es werde nicht mehr gelesen. In manchem Kinderzimmer stehe kein Buch. Diese Kinder sind sprachlich verarmt, weil mit ihnen nicht gesprochen wird. Der Befund sei dramatisch. Dabei wären das Spielen und Reden mit Kindern so wichtig. Spiel und Sprache sind das Thema dieser Sendung. Äußerer Anlass war die Fachtagung der Sprachheillehrerinnen und Lehrer im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast. Es reicht nicht, dass die Schule bildet und die Eltern erziehen. Also Eltern müssen bilden und erziehen und die Schule muss auch bilden und erziehen. Die Erzieherin und Spielpädagogin Susanne Stöcklin-Meyer, sie ist die vielleicht bekannteste und erfolgreichste Autorin von Spielbüchern für Kinder in den unterschiedlichsten Lebensaltern im deutschsprachigen Raum. Die UNESCO Schweiz hat sie für ihre Arbeit ausgezeichnet. Seit 2003 unterstützt die UNESCO weltweit auch immaterielles Kulturgut. Und mir haben sie das dann gegeben, also ich lese jetzt da nur den einen Satz, das heißt, Susanne Stöcklin-Meyer sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass das immaterielle Kulturerbe der Gemeinschaft Kinder erhalten bleibt und weiterlebt. Und das hat mich also fast umgehauen. Der Publikumsandrang zum Vortrag von Susanne Stöcklin-Meyer zum Thema Spiel, Sprache des Herzens am Vorabend der Sprachheilpädagoginnen-Tagung war enorm. Vielleicht kann ich sagen, ich bin irgendwo ein Kindskopf geblieben. Also ich bin ein Kind geblieben, ich kann mich sehr freuen, ich kann staunen, ich kann mich begeistern. Und schön ist es einfach, wenn Kinder das so erleben und wenn man es mit ins Erwachsenenalter nehmen kann. Ich war ursprünglich Kindergärtnerin. Mein erstes Buch ist mit 27 rausgekommen. Und dann war das so wie ein goldener Faden, an dem ich gezogen habe. Und ich habe ganz viele Verse, Reime, kleine Geschichten, Märchen, Kreisspiele, Spiele mit Naturmaterial, mit Papier, mit Stoff gesammelt im ganzen deutschsprachigen Raum, also in der Schweiz, in Österreich, im Südtirol, in Deutschland. Und letztes Jahr war ich eben 70, hatte ich so ein Jubeljahr. Und da haben mich beide wichtigen Verlage für mich, also der in der Schweiz der Atlantis Verlag, hat gesagt, sie hätten gerne von mir ein Jubelbuch. Und das ist dann so die quasi der stumpfe Gegenstand geworden aus 30 Büchern, so das Wichtigste, was ich finde, was man zum Spielen so als quasi Notapothek dabei haben sollte. Und das heißt Spielen, Bewegen, selber machen und zusammen lachen. Und ich denke, etwas vom Typischsten für Kinder, die intensiv spielen, ist, dass ganz viele Emotionen im Spiel sind. Und die können lachen und schon die ganz Kleinen kriegen das Glitzern in die Augen, wenn sie irgendwas Blödes oder Lustiges sagen. Also ich habe beobachtet bei einem Großvater, der mit einem 2,5-Jährigen ein Bilderbuch angeschaut hat. Und sie saß auf dem Schoß und hat da, dann hat er so erzählt, also da ist ein Hund, der macht Wu-Wu und da ist eine Kuh, die macht Mu-Mu und so. Haben sie alle Tiere angeschaut und wenn es fertig war, hat sie es zugeknallt und gesagt, eins. Und das hieß, noch einmal erzählen, also eins. Und dann kam ein Bild mit einem Eichhörnchen, mit einem buschigen Schwanz. Und dann sagt der Großvater zu dieser Kleinen, was ist das? Und dann sagt sie, ein Wuhu.
Und er ganz entsetzt, das ist doch kein Hund, das hat ja einen buschigen Schwanz und das klettert auf die Bäume. Und die hat sich halb krumm gelacht. Und ein halbes Jahr lang bei jedem Besuch musste sie das Buch anschauen und immer bei Eichhorn hat sie gebellt, und zwar ein Hund. Also mit 2,5 haben die schon so viel Schalk, dass die das spüren, wenn man mit ihnen eben Bücher schaut. Radio ist Kino im Kopf. Dieser Satz umschreibt die Entstehung der Bilder, wenn wir Stimmen, Musik oder Geräusche hören. Ähnliches gilt für Kinder. Hören sie Geschichten, kleben sie an den Lippen der Personen, die sie ihnen vorlesen oder erzählen. Daraus wird auch Sprache für die Lebenswelt der Kinder. Susanne Stöcklin-Meyer ist die personifizierte Botschafterin für Kinder mit leidenschaftlichen Plädoyers für kindgerechte Impulse. Und es ist so traurig, wenn Kinder ohne Bücher, ohne Lieder, ohne Reime, ohne Spiele aufwachsen, weil Kinder sammeln beim Spielen und Sprechen Wörter. Und es gibt immer mehr Kinder, die einen ganz kleinen, dürftigen Wortschatz haben. Und wenn wir Kinder nicht in Worten baden und mit denen spielen und zuhören und hin und her, wo sollen sie es dann lernen? Es gibt eine ganz schreckliche Untersuchung aus Zürich. Da wurden in 100 Familien Studenten hingeschickt und die haben alles aufgezeichnet, was die Zürcher mit ihren Kindern sprechen. Die haben herausgefunden, dass im Schnitt 10 Minuten mit Kindern am Tag normal gesprochen wird. Also schimpfen galt nicht, schmeiß die Schuhe nicht immer ins Eck und häng jetzt endlich die Jacke auf. Oder Donnerwetter, jetzt habe ich schon 3-mal gerufen und niemand kommt zum Essen. Oder Affentheater, um ins Bett zu gehen und so weiter. Also schimpfen und Befehle galten nicht, das gilt nicht als normales Gespräch. Und dann blieben 10 Minuten. Und wenn wir nur 10 Minuten mit Kindern über Jahre privat sprechen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass in der PISA-Studie waren die Schweizer ein klein bisschen höher als die Deutschen, aber es war sehr unten mit Sprache. Was toll ist, unsere waren begabt in Naturwissenschaft und Rechnen und Problemlösen. Also das ist schon was. Aber bei der ersten Untersuchung kamen wir ganz flach raus bei der Sprache. Das heißt, wir müssen mit Kindern sprechen. Ein weiteres Beispiel, um das zu zeigen, in der Schweiz werden immer mehr, muss man Stützunterricht machen, schon für Kindergartenkinder und erste, zweite Klasse. Also es geht dann weiter, aber unten ist es ganz wichtig. Und da war also diese Lehrerin, die das macht, war letzten Herbst bei mir mit 2 Grüpplein. Also eines waren 4 und eines waren 3 Kinder. Und die kamen also die ganze Stunde dann zu mir in den Garten, weil sie Kastanien mit denen sammeln wollte. Und es waren Schweizer Kinder und es waren Ausländerkinder. Und von diesen 7, und die waren also alle zwischen 6 und 8, hat keins Wort Kastanie gekannt, den Baum nicht gekannt. Und da muss ich einfach sagen, für mich ist das eine Katastrophe. Wo kommen wir hin, wenn wir auf einem Spaziergang den Kindern das nicht zeigen? Also es reicht nicht, dass die Schule bildet und die Eltern erziehen. Also Eltern müssen bilden und erziehen und die Schule muss auch bilden und erziehen. Das heißt, dass ich eben sage, und jetzt decken wir noch den Tisch, und auf dem Tisch, da stehen, habe ich jetzt Bücher, und das ist ein Holztisch, und den waschen wir jetzt ab, oder wir geben ein Tischtuch drauf, machen einen Blumenstrauß drauf, es wird jetzt so ein bisschen nobel gegessen. Also, wenn ich nichts von dem sage, und das Kind weiß nichts, es gibt Küchentische, und es gibt Schreibtische, und es gibt Kindertische, und es gibt Stubentische, und es gibt Clubtischchen, und es gibt Gartentische und solche aus Holz oder aus Glas oder aus Metall. Wenn ich das alles nicht weiß, wie will ich dann ganze Geschichten verstehen oder ganze Bücher verstehen? Jetzt weiß man von der neuesten Hirnforschung,
Also als ich in der Kindergartenausbildung war, hat man gesagt, bis 7 ist die Sprache im Prinzip fertig. Und das heißt also, wenn ich da eine Kastanie und ein bisschen Samen von einer Birke und so weiter, wenn ich das setze, wenn das etwa so groß ist, dann sieht man, was es wird. Also es hat Wurzelchen, es hat ein ganz kleines Stämmchen, es hat vielleicht 2 Blätter und da sieht man, das gibt eben eine Kastanie oder das wird eine Birke oder das gibt ein Tännchen. Und dem sagen die Hirnforscher, im Prinzip ist der Sprachbaum fertig. Es kommt nur mehr desselbigen, also mehr Stamm, mehr Wurzeln, mehr Äste, mehr Blätter, also alles nur mehr. Und das fand ich damals schon sehr früh. Aber die neueste Hirnforschung sagt, im Prinzip ist das Sprachbäumlein mit 4 Jahren angelegt. Und darum ist es so eine Katastrophe, wenn kleine Kinder nicht zu Wörtern kommen. Kinder sollten nicht in wortmageren Zonen aufwachsen müssen. Den erwünschten Überfluss kann man mit in Worten baden ausdrücken. Worte und Geschichten ermöglichen es Kindern, ihr momentanes Leben zu beschreiben und sich ihrer Umgebung verständlich zu machen. Susanne Stöcklin-Meyer spricht davon, dass Kinder in bestimmten Phasen ein Thema zu dem ihren machen. Und wenn ein Kind ein Thema hat, also wenn sie dem richtigen Kind zur richtigen Zeit das richtige Spiel auf die richtige Weise anbieten, dann kommt ein natürlicher Wiederholungstick zum Tragen. Und das gehört zum Spiel. Spiel kann man wiederholen. Und Sie müssen keine Angst haben, dass 20-Jährige dann noch stundenlang Gummitwist machen oder pfundweis Schiffe falten. Also die machen dann, das kommt immer wieder auf einer anderen Ebene. Wenn man genug gespielt hat, hüpft man zum nächsten. Und das ist, glaube ich, ein Grundfehler, den wir heute machen, dass wir den Kindern zu wenig Wiederholungsmöglichkeiten lassen, weil wir denken dann, mein Gott, schon wieder. Und das geht mir auf den Wecker und immer nur das gleiche Lied. Aber Sie können ein Kind auf den Kopf stellen und schütteln, wenn es nicht anbeißt, kommt eben kein Wiederholungstick zum Tragen. Das heißt für Sie, wenn Sie irgendetwas mit einem Kind machen und das wird am nächsten Tag oder das nächste Mal, wenn es Sie sieht, will kein Echo, weder im Freispiel noch in Zeichnungen, noch dass es sagt, komm, wir machen wieder. Dann war es eben das falsche Kind, falsche Zeit, falsches Spiel, falsch verkauft. Es heißt noch nicht, dass das Spiel nicht gut wäre. Aber Sie können nicht sagen, so wie hab Humor oder jetzt Spiel, das kommt von innen. Und darum dürfte man kleine Kinder, aber auch später, wenn die schön spielen, so wenig wie möglich unterbrechen. Weil wenn Sie die immer unterbrechen, dann... Bei uns sagen sie dann, mir stinkt's, oder? Also dann wollen sie nicht mehr. Also es ist das Schönste, was ihnen passieren kann, wenn Kinder ganz intensiv etwas machen. Nur sind Kinder kleine Intriganten und kleine Trickser, die spielen dann am göttlichsten, wenn sie ins Bett sollten oder wenn es Essen gibt. Und zum Spiel gehören eben auch Spielregeln. Und die müsste man mit Liebe durchziehen, ohne Schreien, ohne Schlagen, ohne wütend werden, im Idealfall, oder? Und dann wenig Regeln, aber die durchziehen. Und da ist wieder das Problem, also die Hirnforschung sagt, dass kleine Kinder mit 3 entscheidet sich's, ob die sozial verträglich werden. Das klingt fürchterlich. Und wenn Sie jetzt einen Pubertierenden haben, denken Sie nicht, Sie haben unten alles falsch gemacht. Wichtig ist, dass das Gespräch nicht abbricht, dass Sie auch über schwierige Zeiten immer wieder sprechen. Dann passiert nichts. Das gehört zum Losreiben, das gehört dazu. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass kleine Kinder wissen, es gibt Ja und es gibt Nein. Und es gibt Sachen, die darf ich und es gibt Sachen, die darf ich nicht. Und das müsste ich mit 3 begriffen haben. Also wenn ich aber als Mutter oder als Vater immer 3-mal Nein sage und das 4. Mal, weil es mich so nervt, dann ja, dann haben Sie das Muster,
Dreimal sagen sie Nein, das vierte Mal sagen sie Ja. Und das ziehen sie dann durch in der Spielgruppe, im Kindergarten, in der Schule, bei der Oma, bei allen. Und wer drauf reinfällt, hat das Spiel. Sie sind nicht blöd, sie hüpfen von Insel zu Insel und merken dann sofort, da darf man und da darf man nicht. Also die sind nicht dumm. Die Spielpädagogen haben von den Erkenntnissen der Hirnforschung sehr profitiert. Susanne Stöcklin-Meyer berichtet von einem Hirnforscherkongress in Mannheim. Das Forschungsergebnis bestätigt ihre Beobachtung. Die sagen, bis etwas im Gehirn eine Rille hinterlässt, eine bleibende, braucht es im Schnitt zwischen 40 bis 50 Wiederholungen. Das heißt, wenn Sie also immer wieder sagen müssen, Schuhe nicht, Kellertreppe runter oder nicht, dann war es vielleicht erst das 39. Mal. Also es braucht, also es ist wichtig, dass man weiß, dass das so lange braucht, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass wir eben diese Wiederholungen unterstützen und uns freuen, wenn die wiederholen. Wenn ich jetzt mache, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du. Dann habe ich schon so viel Spielerfahrung, dass ich weiß, wenn ich hier anfange, ist sie die Kuh. Ja. Das heißt, also wenn Kinder anfangen zu mogeln oder auf Schweizer Mundart sagt man bescheissen, das klingt ganz schick für Kinder. Und also wenn die anfangen zu betrügen und zu mogeln, dann heißt das nur, sie haben genug Spielerfahrung. Sie sind so clever, sie können sich die Spielregeln zu ihrem Nutzen umfunktionieren. Das heißt aber dann ganz rasch etwas Neues anbieten, etwas Schwereres anbieten, weil da kann man wieder üben, bis man mogeln kann. Aber sonst, wenn die das also 40 Mal dann immer so machen, dann fangen vielleicht komische Karrieren an. Ne? Noch etwas, also ganz kleine Kinder fangen ja schon an mit Rollenspielen. Und Rollenspiel ist so wichtig, tun als ob. Das geht bis nach oben. Und ein kleines Beispiel, das gehört immer dazu, dass Kinder während dem Spiel auch Erwachsene nachahmen. Sie ahmen Tätigkeiten nach und dann ist es manchmal unglaublich interessant, wie die sich verhalten. Sie lernen viel über sich. Also ich habe dann festgestellt bei meinen, die sind jetzt schon lange groß, aber dass ich anscheinend, wenn die Kleinere sich unmöglich benommen hat, habe ich gesagt, ich glaube, du bist müde. Und dann hat sie, also wenn sie mit den Puppen gespielt hat und geschumpfen und gemacht, hat sie plötzlich gesagt, du bist müde. Und dann musste die Puppe ins Bett. Es braucht Spielregeln, es braucht Wiederholung, es braucht Nachahmung. Und dazu gehört zum Beispiel bei den Kleinen, ist so spannend, dass alle Kleinen, die machen auch Nina, also die machen schlafen, obwohl die sich selber nie schlafen sehen. Also schlafen, nachahmen gehört dazu. Und eben, wenn ich jetzt nochmal auf das Kacken und das Essen komme, das ist also sicher bis 4 immer wieder ein Thema. Und da gibt es wunderbare Märchen und Geschichten dazu, also zum Beispiel der süße Brei, wo also immer mehr und mehr und mehr Brei entsteht und die vergessen, wie man quasi die Platte abschält und sie können es nicht beenden. Und sowas macht Kindern unglaublich Eindruck. Also in England, in einem Bauernhof, da lebte einmal eine kleine schwarze Katze. Und die hat am Morgen ein kleines Schälchen Brei und ein kleines Schälchen Milch gefressen. Hat sich die Lippen, also die Schnauze geleckt und so ein bisschen die Barthaare mit dem Schwanz gewedelt und ging in die Küche zur Frau. Die Bäuerin, die war da gerade am Kochen, die schaut zur Katze und sagt, Kätzchen, hast du schon was gegessen? So ein kleines Schälchen Brei und ein kleines Schälchen Milch. Und bevor die Bäuerin Bab sagen konnte, hat die Katze sie verschluckt. Ratze, Katze, alles auf einmal. Dann ist sie nach draußen gegangen und draußen war ein Knecht und der wischte Heu und der schaut so nach hinten und sagt, ja Kätzchen, hast du schon was gegessen? Ja, so ein bisschen Brei,
ein bisschen Milch und die Bäuerin und dich nehme ich auch noch. Und weg war der Knecht. Dann ist sie in den Stall gezottelt und da war der Bauer am Melken und der schaut so nach hinten und sagt, ja Kätzchen, hast du schon was gegessen? Ja, so ein bisschen ein Schälchen Brei, ein bisschen Milch, die Bäuerin, den Knecht und dich fresse ich jetzt auch noch. Ups, und weg war er. Da schaut die Kuh nach hinten und sagt, Mu, Kätzchen, hast du schon was gegessen? Ja, so ein bisschen Brei, ein bisschen Milch, die Bäuerin, den Knecht, den Bauer, die Kuh. Und die konnte nicht mal mehr Mu sagen, weg war sie. Dann ist das Kätzchen nach draußen gegangen und dann hat es noch einen Fuchs gefressen und dann kam der Mond so schön, es wurde dann Abend und den wollte sie auch fressen, aber das ging nicht und dann war sie wütend und dann kam sie in den Wald und da kam ein Hirsch und der sagte, Kätzchen, hast du heute schon was gegessen? So ein bisschen Brei, ein bisschen Milch, die Bäuerin, den Knecht, den Bauern, die Kuh und den Fuchs. Und bevor der Hirsch Papp sagen konnte, war er im Bauch von der Katze. Jetzt ging die Sonne auf und sie war gerade an einem kleinen Fluss und sie wollte die Sonne fressen und in dem Moment macht es plups, die Katze fällt ins Wasser, der Hirsch macht von innen wups, die Katze platzt und der Reihe nach kommt der Hirsch, der Fuchs, die Kuh, der Bauer, der Knecht und die Bäuerin zum Vorschein. Alle halten sich an den Händen, tanzen und sagen, zum Glück ist die Katze weg, uns geht's wieder gut. Und seitdem fressen schwarze Katzen in England nur noch Brei und Milch. Ein ganz kleiner Fingervers, der geht so, Mäuschen, Mäuschen, koche Brei, gib brav Zucker rein, gib dem ein bisschen, gib dem ein bisschen, gib dem ein bisschen, gib dem ein bisschen. Und für den Kleinen hat es nicht mehr gereicht. Da musste der weinen und hat sich schnell verkrochen. Also jeder Finger bekommt ein bisschen Brei und für den Kleinen hat es nicht mehr gereicht. Also Sie sehen den Bogen, wenn man also mit kleinen anfängt, mit kleinen Wortspielen, wird das immer größer und größer. Und das Thema muss einfach zum Alter passen. Wenn es passt, dann finden Sie es großartig, haben es Glitzern in den Augen. Und das kann dann eben Harry Potter sein, wenn Sie größer sind, oder Momo, oder wir lasen Robinson, oder Karl May, oder was es alles so Schönes gibt. Also, das gehört dazu, dass sich das dann in der Fantasiewelt ausbreitet. Das Fühlen, das Wollen und das Denken, alle Kräfte kommen beim Spielen ins Spiel, schreibt Susanne Stöcklin-Meyer in ihrem Buch Spiel, Sprache des Herzens. Zum Spielen braucht das Kind all seine Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten, seine Intelligenz und seine Vorstellungskraft. Ob es nach seiner Fantasie gestaltet oder sich in Rollen der Erwachsenen hineinversetzt, bisweilen lässt das Kind durchblicken, dass es zwischen seinem Spiel und der Alltagswelt der Erwachsenen wohl zu unterscheiden weiß. Wenn wir Mitleid mit seiner Puppe zeigen, die sich im Spiel vielleicht verletzt hat, so kann es uns überrascht ansehen und sagen, es ist doch nur Spiel.
Zum Spielen gehört diese Gleichzeitigkeit der Fantasiewelt und der Erwachsenenrealität. Im Spiel wird Erlebtes gestaltet, auch Entwicklungsschwierigkeiten und seelische Konflikte werden dabei verarbeitet. Das Kind schimpft zum Beispiel mit der Puppe, singt sie in den Schlaf oder lässt Playmobil-Figuren streiten und kämpfen. Gleichzeitig wird das Zukünftige, auf das hin sich das Kind entwickelt, wie die Tätigkeiten des Erwachsenen vorweggenommen. Es wischt Staub, kocht Spaghetti, füttert die Schweine, spricht ins Handy und fährt mit dem Auto. Einfallsreichtum und Spontaneität gehören zum Spiel, wie etwa Höhlen bauen, mit Schachteln und Tüchern oder sich verkleiden und in verschiedene Rollen schlüpfen. Zum Spielen des Kindes gehört aber auch das Einhalten bestimmter Ordnungen und Regeln. Denken wir nur an Hüpfspiele, eine Perlenkette auffädeln, an das Papierfalten oder das exakte Ausmalen eines farbigen Mandalas. Individualität und Gemeinschaftlichkeit werden im Spiel beide gefördert. Es ist geprägt von der einmaligen Persönlichkeit des Kindes und von der Gesellschaft, von der Familie, von ihren Traditionen und Normen. Jedes Kind hat seine individuellen Vorlieben im Spiel. Das eine spielt phasenweise nur mit Puppen, zieht sie ständig an und aus. Ein anderes Kind spielt stundenlang Puzzles. Die Gemeinschaftlichkeit entwickelt das eine beim Tanzen und das andere im täglichen Rollenspiel. Kinder brauchen Spielzeug, aber wenig Spielzeug. Unsere Kinder können zum Teil nicht mehr spielen, weil sie zu viel Spielzeug haben. Das geht dann so, die machen alles breit im Kinderzimmer. Also ich komme aus einem Bauernhof und da sagte man Heuzetten in der Schweiz. Also man hat Gras, also das heißt Graszetten, also man hat das Gras so breit gelegt. Und wenn alles voll ist, dann gehen sie in den Korridor oder in die Küche oder in die Stube und dann sagt die Mutter, und jetzt haut's nach draußen und dann spielen sie draußen und am Abend wird das Ganze mit Schimpf und Schande wieder weggeräumt. Also weniger ist mehr. Man braucht Lieblingsspielsachen, also mindestens einen Bären oder eine Puppe, die man gern haben kann. Aber wenn der Papa jedes Mal von jeder Geschäftsreise ein Stofftier mitbringt, heißt das, sie erziehen das Kind zur Beziehungslosigkeit, weil ein kleines kann nicht 30 Stoffviecher lieben. Also man liebt eins, zwei ganz fest und vielleicht noch drei, vier so Beigaben. Aber also weniger ist mehr. Dann sind normale Kinder, Durchschnittskinder, sind Sachensucher. Also früher sind wir durchs Haus oder durch die Scheune gegangen und dann haben wir irgendwas gefunden und mit dem haben wir gespielt. Also man müsste ihnen wieder die Freiheit geben, Sachen zu suchen und mit denen zu spielen. Und ist ganz klar, mit dem Handy von Papa kann man nicht Schiff spielen in der Badewanne. Oder also da gibt es Grenzen, die von der Sache her gegeben sind. Aber es ist wichtig, dass sie das eben ausprobieren können mit Tüchern, mit Stoff, mit Papier, mit Sand, mit Teigkneten. Also heute ist das Problem, und das ist auch erwiesen, dass die Feinmotorik der Hände einen konkreten Zusammenhang hat mit der Sprache. Also Kinder, die ein lockeres Mundwerk haben und nicht nur so sprechen können, sondern die wirklich ihre Lippen und alles brauchen können, sind in der Regel, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die sind in der Regel auch sehr geschickt mit den Fingern. Machen mal einen kleinen Test, sie machen mit den Händen da immer einfach mir nach, also tak, 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 oder tick, 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 sie dürfen mitmachen, brumm, 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 sum, 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 sum. Tack, 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 tack. Und sie sind alle fertig mit der Sprachentwicklung. Wenn sie das mit kleinen Kindern machen und die können das noch nicht, dann ist die Sprachentwicklung noch nicht abgeschlossen. Also das ist so ein kleiner Test. Ja, nie gehen und sagen, Kindlein, wir probieren das jetzt aus und schauen, ob du das machen kannst. Also drum ist ganz wichtig, dass wir eben schneiden und Nägel einschlagen und mit Murmeln spielen und Ball spielen und auf einer Schaukel spielen. Und später sind das halt dann Rollbretter oder Einräder oder Diabolo oder was es alles Tolles gibt. Also
es ist ganz wichtig, dass unsere Kinder sich im ganzen Körper eben spüren und spielen können. Also sie brauchen auch zum Spielen andere Kinder. Also salopp gesagt, sie können noch so kindisch sich aufführen. Sie ersetzen einem Kind andere Kinder nicht. Also es ist wichtig, dass es mit anderen Kindern spielen kann. Dann können sie sich auch die Hörner abstoßen. Sie lernen, sich durchzusetzen oder sie lernen zu führen oder sich führen zu lassen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt sage, also ich bin der Sheriff und Sie sind der Dieb, oder du bist der Dieb. Also ich muss schauen, dass die Kinder die Rollen tauschen. Also dass nicht nur ein Kind immer der Wolf ist und die anderen frisst. Oder dass nicht eins immer der Polizist ist und die anderen einsperrt. Also deswegen ist es wichtig, dass man den Kindern zum Beispiel als Spielregel auch lernt, stopp, ich will nicht. Also wenn ich sie immer nehme, ist das wie eine Vergewaltigung. Aber sie soll das Recht haben zu sagen, nein, also mit dir spiele ich nicht mehr. Das passt mir nicht. Also von daher finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das muss hin und her, wenn möglich, passieren. Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at. In der heutigen Fokussendung liegt der Fokus auf dem Kind, dessen Spiel- und Sprachmöglichkeiten. Die Schweizer Sachbuchautorin und Spielpädagogin Susanne Stöcklin-Meyer ist es gewohnt, Geschichten zu erzählen. Auch ihr Vortrag ist wie ein Ausfahren eines Fadens aus einer Schatztruhe. Wer, wie sie, so viel Erfahrung im Umgang mit Kindern hat, erlebt die Kinderwelt, mancherorts eintönig und spartanisch, weil die ehemalige Kindergärtnerin Stöcklin-Meyer einen Kulturverlust wahrnimmt, auch im Bereich handwerklicher Geschicklichkeit. Die Feinmotorik gehe verloren, wenn Kinder nicht mehr nähen, häkeln oder stricken lernen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen fürs Gehirn. Und heute können ganz viele Kinder nicht mehr stricken, nicht mehr häkeln, sie können nicht mehr Schuhe binden. Und dann fehlen ganz viele, viele, viele Anregungen und Unterlagen. Und das ist mit ein Grund, warum Kinder faul werden, also dass sie eben nicht so sprechen können.
Was noch ist beim Spielen, man lernt Spielregeln. Und es ist ganz wichtig, dass man im Spiel lernt, verlieren und gewinnen. Darum sollte man nicht nur Spiele ohne Sieger machen. Das ist wunderbar, das ist gut. Aber es gibt im Leben immer wieder Situationen, wo einer den Kürzeren zieht. Und wenn das dann passiert, wenn man schon älter ist, dann geht das wie in den Kern. Also das Kind sollte spüren, sie lieben mich, sie wollen mich, ich bin da. Und wenn irgendein Mist oder ein Unglück passiert, ist das außen. Aber es betrifft nicht meinen Kern. Ich finde es eine Katastrophe. In der Schweiz bringen sich jedes Jahr 2, 3 Gymnasiasten um, wenn sie die Matura nicht bestehen. Und das finde ich ein Wahnsinn, weil man könnte es wiederholen und es gibt hunderte von anderen Berufen. Also wenn ich so unter Druck komme, dass ich mit einer Prüfung, die ich nicht bestehe, mich lieber umbringe, dann ist da ganz, 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 ganz viel schief gelaufen. Und darum ist für die Kinder unten so wichtig, dass man ihnen auch Märchen erzählt. Weil im Märchen sind meistens die Kleinen, die Dummlinge, werden am Schluss König und Sieger. Also das spricht die Kinder an. Und die Großmäuler, die blöffen und die werden in Stein verwandelt oder die verschwinden im Wald und kommen nie wieder. Also es ist ganz wichtig, dass Kinder, bevor sie in die Welt hinausgehen, lernen im Spiel, im Märchen, in Versen, in Liedern, in Reimen. Ich bin wer, ich kann was, mich lieben sie, ich kann Proben bestehen. Und weil Kinder bis zum 7. Alter im magischen Alter sind und Piaget sagt sogar, also die Phase vom Anima-Spielen geht bis 12, heißt das, dann kommen sie den Kindern eigentlich nicht bei, wenn sie rational sprechen. Also ein Kleiner, der sagt, mein Papa fliegt jeden Tag mit dem Düsenjäger zur Arbeit, der macht seinen Papa zum Helden. Vielleicht ist er ganz wenig zu Hause und es muss ihn ein bisschen aufmöbeln und vielleicht liebt sie ihn wirklich so. Und dann nützt es gar nichts, wenn sie sagen, es hat kein Rollfeld hinter eurem Haus, er hat keine Uniform, er hat kein Fliegerbrevet. Das nützt alles nichts. Wenn das Kind das glaubt, dann ist das so. Und darum ist es relativ schwierig zwischen, ja, sagen wir jetzt 3 bis 8, zwischen Lüge und Fantasie zu unterscheiden. Sie wissen es mit der Zeit immer mehr, aber wenn sie so Sachen erzählen, entweder sehen sie die, also es gibt Kinder, die haben unsichtbare Freunde, also wenn sie Glück haben, dauert es ein halbes Jahr und wenn sie Pech haben, dauert es 3 Jahre. Also, und die Kinder sind absolut normal, weder schizophren noch irgendetwas, aber die haben einfach, die sprechen mit diesen Figuren. Und sie haben keine Chance, wenn sie also jetzt dem Kind sagen, wer hat da das, die Unordnung gemacht, dann sagt das eben, es waren die 3, oder? Und dann haben sie nur die Chance zu sagen, jetzt sollen die da oben auf den Schrank sitzen und uns zuschauen, dann wissen sie das nächste Mal, wie es geht. Also sie kommen an denen nicht vorbei. Also zum Beispiel. Und wir müssen gar nicht aufs hohe Ross sitzen, wenn wir zum Beispiel einen Pilcherfilm anschauen. Und es ist ja da immer schönes Wetter, wenn es gut geht und es regnet, wenn es dramatisch wird. Dann stehen wir auch nicht auf und sagen, jetzt hat die uns 2 Stunden angelogen. In den Pilgerfilmen hat es wenigstens immer sehr schöne Gebäude und sehr schöne Inneneinrichtungen und schöne Kleider. Also, und das ist dann eben, also für Erwachsene passiert das in der Kunst, in Büchern, in Filmen, in Bildern. Und da sagen wir auch nicht, die haben uns angelogen. Um glücklich zu sein, brauchen Kinder eine Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen können und Eltern, die sie lieben und anerkennen. Aus dieser Geborgenheit wächst das Vertrauen der Kinder in ihr eigenes Können. Darum sollten wir Kinder nicht ständig kritisieren und verbessern. Auch übertriebenes Loben kann schädlich sein. Für die Kinder ist ein ernsthaftes, ehrliches Interesse an ihrem Spiel am besten. Lassen wir die Kinder immer wieder selber ausprobieren. Nur so können sie eigene Fähigkeiten entwickeln und selber Lösungen finden.
Am liebsten halten sich kleine Kinder in der Nähe der Mutter auf. Darum sollte ihr Spielplatz zuerst immer in Sichtweite sein, später genügt Rufweite. Ein Kind, das ausdauernd spielen kann, wird sich später auch in eine Arbeit vertiefen können. Kinder sind leicht ablenkbar. Freuen wir uns, wenn sie versunken spielen, und stören wir sie so wenig wie möglich. Machen wir uns zur Grundregel, solange Kinder eigene Spielideen haben, unterbrechen wir sie, wenn möglich, nicht. Schreibt Susanne Stöcklin-Meyer in ihrem Buch Spiel, Sprache des Herzens. Im Rollenspiel entwickeln Kinder Spracherwerb und sie bilden Begriffe und sie üben soziales Verhalten und spielen laut redend Meinungsverschiedenheiten durch. Und drum sind also alle Rollenspiele, das geht dann bis zu den Puppenspielen oder Kasperspiele oder eben Theateraufführungen. Übrigens, Theateraufführungen hat man erwiesenermaßen, belegtermaßen herausgefunden. Es gibt in Deutschland eine Schule, die spielen pro Monat, ein Gymnasium, die spielen pro Jahr 3 Monate Theater. Und nicht ein Wörtchen Schule. Und sie machen die besseren Noten als die anderen. Also es wäre ganz viel möglich mit Kunst, mit Tanzen, mit Musik, mit Theater, weil da so viel auch Zwischenmenschliches läuft, weil da die Fantasie angeregt wird, weil die Kinder begeistert dabei sind. Und also das ist etwas, wo wir vielleicht auch wieder lernen müssen, umzudenken. Kennen Sie das Märchen von Goldilock? Das Mädchen, das in Sibirien wohnte und in den Wald ging und in einem Haus einer Bärenfamilie Station machte? Susanne Stöcklin-Meyer läuft als Märchenerzählerin zur Hochform auf. Und dann ist sie auf den großen Stuhl geklettert und auf dem großen Tisch stand eine große Schüssel mit Brei und ein großer Holzlöffel. Und sie hat den Löffel genommen, ein bisschen gerührt und gesagt, na, das ist mir zu groß. Dann ist sie runter auf den mittleren Stuhl und da war eine mittelgroße Schale mit Brei und sie hat so ein bisschen versucht, na, immer noch zu groß. Dann ging sie zum kleinen Stühlchen und da war der Brei goldrichtig in einem kleinen Schälchen und sie hat ratzeputze alles ausgegessen. Dann ist sie die Treppe hoch, da war nämlich innen eine Treppe, tap, 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 tap. Kam in den Raum oben und da war ein riesengroßes Bett mit einem riesengroßen Kissen und einer riesengroßen Decke. Und dann hat sie so ein bisschen gerochen dran und so ein bisschen, na, das ist mir zu groß. Dann kam sie zu einem mittelgroßen Bett mit einem mittelgroßen Kissen, mittelgroße Decke. Es war auch nicht so wohlig. Und im kleinen Bettchen war ein kleines Kissen und eine kleine Decke. Und das war so toll, sie ist da reingeschlüpft und eingeschlafen. Kaum war sie eingeschlafen, hörte man im Wald tap, tap, tap. Und tap, tap, tap. Und tap, 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 tap. Wer kam da nach Hause? Das waren eine Bärenfamilie. Vater Bär groß hat geknurrt. Mutter Bär mittelgroß und der kleine Bär. Und Vater Bär kommt zum Haus und sagt, wer war denn da drin? Die Tür ist ja offen. Wer war da an meinem Brei? Da hat jemand gerührt. Das riecht nach Menschenkind. Dann kam die Mutter Bär rein und sagt, ja, also aus meiner Schüssel wurde auch was gerührt und was genommen. Bei mir schmeckt es auch nach Menschenkind. Und dann kommt der kleine Bär und sagt, es darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein. Mein Schälchen ist ratzeputze ausgegessen. Da geht der Vater die Treppe hoch, tap, 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 und sieht, dass sein großes Bett zerwühlt ist. Das gibt's ja nicht. Dann kommt die Mutter und sagt, ja, mein mittelgroßes Bett ist auch ein bisschen durcheinander. Und der Kleine ruft, kommt und schaut, da liegt ein Mädchen drin. Mit goldenen Locken, Goldilock. Und die drei Bären haben ihre Schnauzen an das Kind und machen. Und Goldilock wacht auf mit einem Schrei, schaut die Bären an und wups springt aus dem Bett zum Fenster raus und rennt nach Hause und ist nie mehr allein in den Wald gegangen. Das ist Essen auf Russisch.
Die Märchenwelt der Kinder wird durchbrochen von der Realität durch das multimedial vernetzte Kinderzimmer, in dem der Computer, die Playstation und der eigene Fernseher stehen. Für die Kinderpädagogin Susanne Stöcklin-Meyer eine Horrorvorstellung. In so einem Fall geschehe Missbrauch am Kind. Da kann man einfach nur sagen, kleine Kinder, bis sie ihre Sinne entwickelt haben, also Sehen, Hören, das Taktile, all die Sachen, bis das entwickelt ist, sollten sie so wenig wie möglich fernsehen, weil das ganz falsche Verbindungen im Kopf gibt. Spitzer sagt, dass so ein kleines Kind sitzt bei dem Beispiel auf einem Sofa mit einer gestrickten Decke, isst Popcorn und vorne auf dem Schirm rennt ein Pferd rum. Und das heißt dann im Gehirn von diesem Kind, in der Stube auf dem Sofa sitzen, auf der gestrickten Decke, Popcorn essen, das ist ein Pferd. Es ist ganz wahnsinnig, es gibt ganz falsche Verbindungen. Und darum so wenig wie möglich, eben, es ist ganz etwas anderes, wenn man ein Pferd riecht und sieht, vielleicht, wenn es kühl ist, raucht es noch aus der Nüstern oder es hat Fliegen oder es frisst oder es kackt, das ist, da hätten wir es wieder. Und das ist was ganz, ganz anderes, wenn man das mit eben allen Sinnen erlebt. Also deswegen, und bei größeren Kindern ist es ganz schlimm, also das ist jetzt wirklich der Bogen vom Amokläufer, gibt es ja wirklich ganz selten. Aber Amokläufer haben immer das gleiche Muster. Da ist das Gespräch abgebrochen, sie sind ausgeschlossen aus der Schule, die Eltern merken nichts angeblich, sie spielen stundenlang Gewaltspiele, Videospiele und wenn möglich noch real mit Revolvern und Schießen. Und ich finde das so traurig. Also man müsste mindestens einmal in der Woche seine Lieben anschauen. Und wenn man Blickkontakt hat, merkt man eben, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und immer wieder das Gespräch suchen. Also das würde ich sagen, finde ich sehr eigentlich. Also das ist etwas für mich, was ich am schlimmsten finde. Also ich finde es ein Verbrechen, wenn man Kinder durch Fernsehen oder Computerspiele wie kaputt macht. Das ist für mich gleichzusetzen wie für Missbrauch. Weil das sind Kinder, die zum Teil wirklich Schäden fürs Leben mitnehmen. Märchen und Geschichten helfen den Kindern, Werte zu entdecken. Sie öffnen den Blick darauf hin, worauf es im Leben ankommt. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle Transporteure. Anders als die täglichen Horrormeldungen in den Nachrichtensendungen. Susanne Stöcklin-Meyer meint, es sei für die Kleinen schwierig, die Nachrichtenbilder, die uns überfluten, zu verstehen. Sie säten in Kindern Verwirrung. Es sei erlaubt anzumerken, wie muss es erst den Kindern in den Kriegs- und Katastrophen- und Hungerzonen dieser Welt gehen. Gerade jetzt, wenn so viel mit diesem Atomunfall oder jetzt in Afrika mit diesen Kriegen oder bei Gaddafi, also kleine Kinder sollte man mit dem so wenig wie möglich belasten und ja nicht Angst säen. Und mit den Größeren muss man halt sprechen und diskutieren. Und zum Beispiel habe ich von einer Schulklasse gehört, die hat einen Austausch mit Japan und die haben jetzt für diese Japan-Kinder eine ganze Schachtel Kraniche gefaltet. Und der Kranich ist Symbol von der Hoffnung und also die haben sich dann unglaublich gefreut, dass, das war aus Deutschland, dass eine deutsche Schulklasse das gemacht hat. Also, oder dass man eine Zeichnung macht oder eine Kerze anzündet oder konkret was macht. Aber also das ist viel, viel wichtiger als Angst zu säen. Und das bringen wir nur hin, wenn wir die Kinder ernst nehmen und nicht überbehüten. Es gibt das kleine Lied, Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut stehen ihm gut, er ist gar wohlgemut. Eigentlich ein bisschen ein doofes Lied, aber Kinder lieben es.
Aber als Symbol finde ich es gut. Also der hat einen Hut und Hut heißt behütet. Also der ist mit einem Hut behütet und er hat einen Stock, mit dem kann er wie mit einem Schwert quasi die Krokodile und die Löwen erschlagen. Und so zieht er in die Welt. Und heute haben wir die Tendenz, die Kinder überzubehüten. Also die haben dann noch einen Hut auf der Schulter und einen auf dem Po und einen auf dem Knie und die können gar nicht mehr in die Welt ziehen. Also wenn wir wollen, dass Kinder erstarken, dürfen wir nicht immer Angst machen und wir müssen ihnen auch was zutrauen. Immer selbstverständlich auf dem Niveau, wo es passt. Ob das jetzt dann ist mit dem Ausgehen oder mit selber Handy haben oder und so weiter. Also das hängt damit zusammen. Fokus. Themen fürs Leben. Spiel und Sprache waren Thema der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg. Dazu hörten Sie eine Teilwiedergabe des Vortrags zum Thema Spiel, Sprache des Herzens, der Schweizer Sachbuchautorin und Spielpädagogin Susanne Stöcklin-Meyer. Susanne Stöcklin-Meyer hielt diesen Vortrag anlässlich der Tagung der Sprachheillehrerinnen und Lehrer im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast. Susanne Stöcklin-Meyer hat 30 Bücher geschrieben, 3 Titel möchte ich hervorheben. Spielen, Bewegen, Selbermachen und Zusammen lachen, Atlantis Verlag. Spiel, Sprache des Herzens, wie wir Kindern eine reiche Kindheit schenken, von Susanne Stöcklin-Meyer und Liliane Oser, Kösel Verlag und Was im Leben wirklich zählt, mit Kindern Werte entdecken. Dieses Buch ist ebenso im Kösel Verlag erschienen.